Der Mehrzweckhubschrauber NH90 Sea Lion. Ein hochmoderner Hubschrauber für die Marineflieger der Bundeswehr. Die 18 Systeme NH90 befinden sich in Nordholz an der Nordsee. 4.800 PS Gesamtleistung, gut 10 Tonnen Gewicht, mehr als 800 Kilometer Reichweite, Sensoren zur elektronischen Aufklärung, Infrarotkameras, ein Seeraumüberwachungsradar und vieles mehr. Der NH90 in der Marineversion NTH, also Naval Transport Helicopter, hat ein enormes Fähigkeitsspektrum. Hinter dem NH90 steht ein großes Team aus fliegendem und technischem Personal. Wir sind gerade in der Flugdiensthalle vom NH90. Das bedeutet, dass hier die flugklaren Maschinen stehen, die für den Flugdienst vorgesehen sind. Momentan betreuen wir in der Line Maintenance 7 Hubschrauber mit ca. 200 Personen, wobei da auch Innendienst dabei ist, also Geschäftszimmer und Chefetage. Wir haben ungefähr 150 Mechaniker und Freigabeberechtigte in der gesamten Staffel. Wir sind dafür zuständig, dass die Piloten sicher nach Hause kommen und sicher fliegen können. Und das macht es besonders. Wir übernehmen dann aber auch Search and Rescue, also Suchen von verunfallten Personen auf See. Der NH90 Sea Lion wird für verschiedene Aufgaben eingesetzt. Dient er als Transporthubschrauber, kann er maximal 20 Passagiere mitnehmen und auf den Flugdecks der deutschen und alliierten Marineschiffe landen. Eine andere Funktion dieses Mehrzweckhubschraubers ist die Aufklärung. Im militärisch-taktischen Flugbetrieb sind wir für die Überwasser-Lagebilderstellung in Zusammenarbeit mit der Flotte zuständig. Hier bediene ich die taktischen Systeme, arbeite den Schiffen zu, um so die Effektorenreichweite der Schiffe deutlich zu erhöhen. Effektoren der Schiffe, da reden wir von den Waffensystemen. Mittels seiner Sensoren, aber auch durch direkten Sichtkontakt kann der Sea Lion Boote und Schiffe aufklären und Informationen gewinnen. Mit einem der großen Unterschiede zum NH90 der Heeresvariante, das ist unser Seeraumüberwachungsradar 360 Grad. Hiermit können wir ein allumfassendes Lagebild über den Seeraum erstellen und dann mittels System auch weiterleiten an unsere Schiffe. Eine weitere sehr wichtige Funktion ist der Dienst als SAR-Hubschrauber. SAR steht für Search and Rescue, also dem Suchen und Retten von Personen im Meer. Meine Aufgabe an Bord als SACO ist es im SAR-Fall, die Leitung der Suche zu übernehmen. Das heißt in Zusammenarbeit mit dem Rescue Coordination Center. Wenn wir die Person dann gefunden haben, dann bin ich auch derjenige, der an der Winde nach unten geht, Personen aus dem Wasser holt bzw. abbergt vom Bord eines Schiffes. Der NH90 Sea Lion ist als Nachfolger des Sea King ein Allzweckwerkzeug in Einsätzen der Landes- und Bündnisverteidigung und bei SAR-Missionen.